gegen 18 Uhr wurde uns ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet hier auf der Dornemer Straße. Nach derzeitigem Stand wollte eine 17-jährige Rollerfahrerin, die aus Richtung Aurich kam, nach links in den Frühlingsweg abbiegen. Ihr entgegenkam auf dem Fahrradweg eine unbeleuchtete Crossmaschine. Als die Frau den Abbiegevorgang nahezu beendet hat, ist die Crossmaschine seitlich in den abbiegenden Roller gefahren und dann im Seitenraum zu liegen gekommen. Nach derzeitigem Stand ist die 17-jährige Rollerfahrerin, die den Abbiegevorgang durchgeführt hat, wird als schwer verletzt eingestuft, ebenso wie der Fahrer der Crossmaschine. Der Fahrer der Crossmaschine ist mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden. Zum Gesundheitszustand kann ich noch keine Angaben machen. Ja, nach derzeitigem Stand können wir nicht erkennen, dass das Fahrzeug zugelassen ist. Da müssen wir noch weitere Ermittlungen anstellen. Wie gesagt, das müssen die Ermittlungen ergeben. Aber nach derzeitigem Stand sehen wir die Verursachung bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer der Crossmaschine. Nach derzeitigem Stand müssen wir eben gucken. Also da werden sich möglicherweise einige Straftaten raus ergeben. Aber das müssen die Ermittlungen halt ergeben.